Hallo liebe Leute und herzlich willkommen wieder zu Nerdfamilien. Neben mir ist jetzt die Isa. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Ich freue mich auch sehr. Und zwar sind wir hier, wir sind gerade in Prag beim Europäischen Notfallmedizinkongress, beim EUSEM. Und jetzt, das Ganze neigt sich so ein bisschen dem Ende zu. Es waren, paar, ja, waren ein paar echt coole Sessions. Und was man dort mitkriegt, neben der ganzen Medizin, also diesen ultra krassen Fällen oder den Sachen, die ganz selten sind oder denen, die häufig sind und die man gut machen muss, ist auch ein großes Thema, die, nennen wir es mal, seelische Gesundheit, irgendwie der Umgang Wellbeing. Mit... Ja, Wellbeing ist so ein diffuser Begriff. Irgendwie soll es uns ja allen gut gehen, aber auch, wie gehen wir um mit Stresssituationen, mit dramatischen Verläufen oder einfach, was kann man da irgendwie machen? Und eigentlich gibt es da ziemlich wenig. Isa, ihr habt da so ein Projekt aufgestellt. Ihr heißt die junge Notfallmedizin, die Young China. Das verlinken wir da irgendwo, ich weiß wieder nie wo. Erzähl mal, was heißt denn, euer Programm heißt EMTY. Was heißt genau. Das und was macht ihr da? Genau, also wir haben ein Programm am Laufen, seit dem 1.8. ist das und das heißt EMTY und das steht, ist ein Akronym, was man ja immer in der Notfallmedizin gut gebrauchen kann. Und das heißt Emergency Medicine Problem Talk von der Young Degina, also der Young Degina. Und es geht um Peer Support letztendlich. Genau. Dass wir eine Anlaufstelle bieten, eine niederschwellige Anlaufstelle für alle, die wir repräsentieren. Das heißt nicht nur für Assistenzärzte, sondern auch für Schwestern, für Rettungsdienstler, Notfallsanitäter und auch für Studenten, die dann nach so einem traumatischen Erlebnis, wie du ja schon gesagt hast, eine Anlaufstelle haben. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt, sag mal, mir passiert irgendwas ganz Schlimmes und irgendwie weiß ich nicht genau, wie ich damit umgehen kann. Oder vielleicht muss es gar nicht so schlimm sein, mir kommt es nur schlimm vor. Muss jetzt nicht immer der Tod dramatischer irgendwas sein. Dann kann ich euch dann anrufen, besuchen. Was kann ich dann tun? Genau, du kannst mich natürlich immer besuchen, Martin. Ah. Nein, es geht, also wir haben eine Telefonnummer. Eine Handynummer, da sind wir fest montags zu erreichen zwischen 4 und 7 Uhr, weil alle, die da mitmachen, machen das halt on top zu ihrer normalen Arbeit auch. Aber derjenige, der montags am Telefon auch ist, der ist die ganze Woche über für die E-Mail-Adresse empty@degina.de verantwortlich und da sind wir 24/7 zu erreichen und genau, würden dann einen anderen Termin auch noch ausmachen. Aber letztendlich rufst du uns einfach an. Okay, und erzähl, hey, ich habe irgendwas Krasses erlebt oder irgendwas lässt mich nicht los, ich habe vor irgendwas, ich möchte einfach mal mit jemandem reden, der das versteht, der jetzt nicht irgendwie super high advanced ultra Professor ist, sondern vielleicht der irgendwie der oder der das ähnlich geht oder ähnlich passieren kann. Genau, also es ist ja so, dass man manchmal entweder keinen Ansprechpartner hat, vor allem in der Klinik, das ist die Präklinik ja weit voraus. Oder man möchte das nicht oder man ist neu im Team oder alle anderen haben irgendwie kein Problem damit, aber man selbst hat ein Problem mit der Situation. Und dann geht es darum, dass man das mit einem Peer bespricht, also jemandem, der auf Augenhöhe ist, dem man jetzt nicht erst erklären muss noch, was sind Nachtdienste, wie ist das allein zu sein, wie ist ein Schockraum, was kann da alles so schief gehen, sondern wo man einfach nicht die Basics erklären muss, sondern direkt mit der Situation anfangen kann. Und dann führen wir halt so ein Peer-Gespräch durch. Es geht nicht darum, dass wir dir sagen, das war medizinisch korrekt, das war medizinisch falsch oder dass wir sagen, das war ein Fehler. Also wir sind keine Rechtsanwälte, wir sind nicht dein Oberarzt, wir sind nicht fachlich dafür zuständig, das zu beurteilen, sondern es geht darum, dass wir mit dir das, was traumatisierend, was belastend war, dass wir das mit dir durchsprechen. Ja. Sag mal, du hast ja, da ist in so einem Nebensatz was ganz Interessantes gesagt und zwar, im Rettungsdienst, der Rettungsdienst ist uns weit voraus. Da gibt es ja eigentlich, zumindest, also es wird unterschiedlich gut funktionieren, aber es gibt ziemlich gute Peer-Systeme und Backup-Systeme und Nachbesprechungen, zumindest, wie gesagt, meistens bei dramatischen Ereignissen, Großereignissen oder wie auch immer. Und da gibt es auch gute Strukturen, Ausbildungen. Wie seid ihr jetzt da drauf gekommen, dass man das jetzt für die Kliniken macht? Oder was war da euer, gab es da einen Auslöser? Wie kamst du da drauf? Also ich glaube, wenn sich jeder, also wir treffen uns ja auch regelmäßig auch mit anderen und jeder, auch ich, habe halt einen Kollegen, der letztendlich so viel Stress und belastende Situationen hatte, dass er ausgefallen ist und auch nie wieder in unserem Team war. Und ich habe mich halt auch immer gefragt, was hätte ich tun können, was hätten wir machen können und ich habe auch mit ihm darüber gesprochen. Und es war jetzt nicht so, dass er mir gesagt hat, du hättest das merken müssen und du hättest das machen müssen, aber es kamen schon so Sachen wie, dass er nicht wusste, wie er damit umgehen soll und dass
wir haben über den Failure Friend gesprochen, auch jetzt hier auf dem Eusem, dass man halt Failure Friends braucht, dass wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, egal ob das jetzt ein eigener Fehler war oder wenn halt einfach irgendwas passiert ist, dass man einen Freund hat, mit dem man reden kann. Mhm, und die Idee war dann halt, den dass man immer parat hat, den man immer parat hat, genau. Dem kann ich vertrauen, das klappt. Ne? Genau, und das ist halt in einer vertraulichen Art und Weise, ohne Bewertung, ohne dass halt gleich kommt, ah ja, das hatte ich auch in meinem Nachtdienst. Ach ja, solche Nächte hätte ich auch schon, weil das ist ja nicht das, was man braucht. Und dass wir halt das Glück haben, dass wir das in unserer Gruppe halt viel übernehmen füreinander und dass halt einige Leute das Glück nicht haben. Und da dachte ich mir halt einfach und der Rest der Gruppe auch, dass das vielleicht auch eine der Aufgaben ist, die wir haben müssen. Nicht nur Kongresse organisieren oder Online-Fortbildung organisieren oder Formulaturprojekte organisieren, sondern halt auch genau in diesen Situationen für die Leute da sein, die wir repräsentieren, weil das halt einen riesen Effekt hat auf die Leute und wir verlieren die einfach aus der Akutmedizin, aus der Notfallmedizin und das ist schlecht. Das ist einfach das, was ja nicht passieren sollte. Ja, kann ich nur 1000%ig zustimmen und ehrlich gesagt, glaube ich, kennt fast jeder so jemanden, Kolleginnen oder Kollegen, die dann unter welchen Argumenten auch immer dann irgendwie da rausgehen. Und das muss gar nicht so das eine schlimme Event sein, sondern du merkst einfach, dass die Stück für Stück damit nicht mehr zurechtkommen. Genau. Und das muss jetzt nicht die Kinderreha sein, ne? Oder so irgendwas ganz Spektakuläres oder ein mega Unfall oder irgendwas, wo man einen schlimmen Fehler macht. Aber dass man, dass irgendwo der Punkt ist, wo Hilfe da sein sollte und das finde ich cool. Also häufig ist es ja auch so, dass man gar nicht nachvollziehen kann, warum eine Situation traumatisch für jemanden ist oder stressvoll. Das ist ja eine, also Stress ist ja eine unspezifische Reaktion auf Anforderungen. Aber wir wissen ja nicht, vielleicht kannte der jetzt den Patienten und wir wissen das gar nicht. Oder vielleicht erinnert der Patient ihn an jemanden oder die Situation erinnert ihn an irgendwas, was wir gar nicht wissen. Das heißt, das so von als Außenstehender beurteilen zu können, ob jetzt eine Situation für jemanden traumatisch war oder ist, das ist ganz schwierig. Mhm. Wir vergessen immer die Studenten. Also wenn jetzt wir eine Reanimation irgendwie haben, dann ist das für uns normal. Ja, wir haben wahrscheinlich auch schon alle viele Tote irgendwie gesehen, aber der PJler ist vielleicht nicht. Und das ist vielleicht die erste Reanimation, die er mitmacht. Und da denk ich auch, dass da viele vergessen werden. Mhm. Hinzu kommt, dass jedes nicht verarbeitete Ereignis Risikofaktor ist fürs nächste, dass man das dann schlechter noch weiter verarbeitet. Also das ist auch ein Teufelskreislauf, sodass dann halt das meistens nicht ein Ereignis ist, sondern halt viele Ereignisse, die man dann nicht verarbeitet hat. Und das sieht man auch an den Daten. Also es ist so, dass auch ein Risikofaktor ist, die Diensterfahrung, also die Jahre, die man gearbeitet hat. Leute, die viele Jahre in der Akutmedizin gearbeitet haben, die haben höheres Risiko, dann auszusteigen. So wie Strahlendosis. So wie die Strahlendosis. So wie Strahlendosis. Ach, genau. Das klingt so positiv. Ja, nur leider gibt es dafür keine Fachkunde, die einrettet. Das wäre doch... Genau. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie die Isa und die anderen, die da im Team sind, sich qualifiziert haben oder ihr mehr Infos braucht, das verlinken wir euch alles und packen wir euch in die Shownotes, weil ich habe noch eine spezifische Frage, die mich sehr interessiert. Jetzt habe ich, morgen habe ich noch frei, ja, aber übermorgen habe ich wieder Dienst und jetzt habe ich da zum Beispiel, nennen wir mal eine junge Schwester, das ist schon eine heftige Situation, ich gehe damit ganz gut. Für mich, glaube ich, habe ich das Gefühl, ich komme damit gut zurecht und ich merke, das trifft die aber irgendwie hart. Ja. Abseits, dass ich dir sowas empfehle, hast du so einen Tipp aus eurer Ausbildung und wie ihr euch damit beschäftigt, was sind so Red Flags, du hast das vorher erwähnt, wo ich aufpassen muss, hey, der Kollege, die Kollegin, die sind irgendwie risikobehaftet, vielleicht sollte ich die mal aktiv darauf ansprechen, ob die Hilfe brauchen oder irgendwie, was sind so Warnzeichen? Also für den Start ist es halt einfach für uns eigentlich das Einfachste der Welt, weil wir verbringen so viel Zeit mit diesen Leuten auf der Arbeit, dass wir die ganz genau kennen. Also es geht ja nicht, also wir wissen einfach, wie die eigentlich ticken. Das heißt, um es als grobe Überschrift mal zu machen, ist, wenn ihr merkt, dass sich jemand verändert, dann ist das eigentlich schon ein Warnzeichen. Mhm. Und Veränderung heißt, also das, was typisch ist, ist, dass jemand ein Vermeidungsverhalten zeigt. Mhm. Das hat mein Kollege damals gemacht. Er hat versucht, Nachtdienste nicht mehr zu machen. Er hat versucht, die wegzutauschen. Da hätte man eigentlich aufmerksam werden müssen, dass da irgendwas passiert ist. Man geht nicht mehr in den Schockraum. Man versucht das irgendwie so. Man versteckt sich oder man ist auf einmal irgendwie weg, wenn ein Schockraum angekündigt ist. Oder hat ganz viel Papierarbeit auf einmal, die man machen muss. Dann ist es so, wenn man merkt, dass jemand vielleicht doch irgendwie auf einmal mehr trinkt oder auch
mehr raucht als sonst. Das sind auch, also dieses irgendwie ein bisschen Betäubung, das Numbing ist dabei. Dann, wenn jemand immer wieder von der gleichen Situation anfängt zu reden, das gibt's ja auch, dass man dann die Situation gar nicht mehr eigentlich hören kann. Das sind halt so Sachen, auch das war eins eigentlich der Warnzeichen, die er gezeigt hatte. Immer wieder von einem Hintergrund, weil es halt nicht verarbeitet war. Also es war keine Verarbeitungsstrategie von ihm, immer wieder darüber zu reden, sondern man merkt einfach, das war ein Symptom dafür, dass er es nicht verarbeitet hatte. Und genau, also insgesamt einfach Verhaltensveränderungen. Wenn sich jemand anfängt zu isolieren, wenn jemand, der gut gelaunt war, auf einmal die ganze Zeit schlecht gelaunt ist und gar keine Lust mehr hat, zur Arbeit zu kommen. Eigentlich ist auch schon eins der schlimmsten Warnzeichen, wenn sich jemand krank schreit, weil er halt mal eine Pause braucht oder mal einfach von der Arbeit sein muss. Das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass es eigentlich schon also fortgeschritten ist. Mhm. Wenn jemand nicht mehr schläft, wenn jemand, ich meine, ich glaube, wir haben beide eine gewisse Art von Sarkasmus und Zynismus und wenn die Leute uns kennen, dann können die das auch einsortieren. Aber wenn jemand eigentlich ein sehr optimistischer Mensch war, vor allem den Zynismus an Tag liegt, der eigentlich gar nicht mehr... So ganz so dieses Abgefucktsein, ne? So dieses, ja, genau, yeah, wo man sich denkt, yeah. Oh mein Gott, was ist da los? Mm. Das ist auch ein Zeichen, das ist so ein Distanz schaffen zur Arbeit, genau, aber in der Fortbildung haben die das so Zynismus-Zombies genannt. Mhm. Und ich glaube, jeder weiß genau, was gemeint ist. Also wenn man so bestimmte... Man hat einfach, fallen mir auch so paar so genau, man hat so ein paar Personen, an die man dabei denkt und das, wenn sich sowas entwickelt, das ist auch ein Red Flag. Okay. Also ich fasse mal kurz zusammen. In der Klinik gibt es leider, außer vielleicht isolierte Dinger, kaum was. Es gibt dieses PSU akut, wie gesagt, wo ihr eure Ausbildung gemacht habt. Ja. Auf die verlinken wir noch, die da irgendwie ganz viel Arbeit machen. Es gibt jetzt von euch was speziell für die junge Notfallmedizin, alle, die in diesem Bereich Akutmedizin sich präsentieren. Und es gibt so ein paar Red Flags, an die man sich erinnern kann. So dieses Distanzieren, dieses Vermeiden, dieses Verändern, so grob zusammengefasst. Ja. Wo man aufpassen muss und mal schauen kann, vielleicht kann ich da irgendwo intervenieren und was helfen. Genau. Wir packen euch noch einige Sachen bei uns in die Shownotes, vor allem packen wir euch aber die Links zu den ganzen Ressourcen zu eurer Website, die Nummer. Isa, vielen Dank für das super nette Gespräch. Immer gern. Immer wieder. Wir gehen jetzt nachher gleich ein bisschen Bier trinken oder so. Bis jetzt. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Habt ihr solche Fälle bei euch? Habt ihr Kollegen? Ging es euch selber vielleicht sogar so? Ja. Schreibt es uns und wenn ihr da irgendwie Unterstützung braucht, vermitteln wir euch gerne an Isa und falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, kriegt sie auch alles und muss alles beantworten und dann machen immer wir das wieder so. Gern. Also, ich freue mich. Bis bald. Bis bald. Bei Nerd von Medizin. Ciao. Tschüss.